Ja, heute werde ich etwas erzählen über ein Buch, das ich jetzt fertig gelesen habe. Es handelt sich hier um das Buch Deep Survival von Lawrence Gonzalez. Lawrence Gonzalez ist ein Wissenschaftsjournalist und er befasst sich mit der Psychologie des Überlebens. Das heisst, er hat untersucht, warum gibt es Leute, die Extremsituationen überleben und andere nicht. Was unterscheidet Überlebende von solchen, die Extremsituationen nicht überstehen? Es ist ein ganz spannendes Buch, ganz viele epische Geschichten drin, über Geschichten von Leuten, die Extremsituationen überstehen, über Lebensgeschichten von Leuten, die sehr schiffbrüchig geworden sind, von Kriegsgefangenen, von Leuten, von Bergsteigern, die Extremes erlebt haben und so weiter. Ganz ein spannendes Buch, sehr spannend geschrieben, aber auch sehr wissenschaftlich und philosophisch. Und der Lawrence Gonzalez kommt schlussendlich auf 12 Regeln. 12 Regeln, die er bei allen Überlebenden eigentlich entdeckt hat. Ein Muster, wie sich die Überlebenden, die Leute, die Extremsituationen überstanden haben, gewisse Regeln, die sie angewandt haben. Ich finde, die 12 Regeln, die kann man sehr gut auch auf den Alltag anwenden. Natürlich, unser Alltag ist ja auch nichts anderes als das permanente Probieren, Probleme zu bewältigen. Natürlich sind die Probleme in der Regel nicht so extrem, dass es gerade um Leben und Tod geht. Aber nichtsdestotrotz, es geht darum, dass wir permanent konfrontiert sind mit Problemsituationen, die wir möglichst erfolgreich bewältigen wollen. Und darum habe ich das Gefühl, man kann die Regeln aus diesem Buch, die 12 Verhaltensweisen, die die Überlebenden in den Extremsituationen an den Tag gelegt haben, wo man immer wieder gesehen hat, das Muster, das kann man durchaus auch anwenden auf einen Alltag, sei es in einer Unternehmung, im Militär oder im Sport oder irgendwo, wenn wir konfrontiert sind mit einem Problem. Und die 12 Regeln, ich möchte die ganz kurz präsentieren. Die erste Regel ist an und für sich nichts anderes als die Situation wahrnehmen, mal eine Problemerfassung machen, einen Plan entwickeln, wie komme ich aus dieser Situation raus, an diesen Plan glauben und vor allem noch handeln. Also nichts anderes als eigentlich eine Problemerfassung machen in dieser Situation, wo ich bin. Wahrnehmen, planen, an den Plan glauben und nachher auch handeln. Es liegt natürlich nicht, wenn wir einfach einen Plan haben und wir setzen ihn nicht um. Es nützt auch nichts, wenn wir einen Plan haben, aber nicht wirklich voll daran glauben. Die zweite Regel ist Ruhe bewahren. Ruhe bewahren in dieser Situation. Überlebende haben nie Energie, verbrauchen nicht Energie, indem sie sich enervieren, indem sie aggressiv werden. Nein, sie bewahren die Ruhe. Und, ganz wichtig, Ruhe bewahren und sie Humor bewahren. Es ist ganz spannend, wenn ihr in diesen Geschichten, die er hier innen beschreibt, wenn man hier immer wieder herausfindet, wie viel Selbstironie, wie viel Humor, dass die Leute in diesen schier unglaublichen Situationen an den Tag legen. Humor bewahren, Humor hilft uns, die ganze Sache lockerer zu sehen und eben hilft nachher auch wieder dabei, dass man die Ruhe bewahren kann. Ein dritter Punkt ist, sich immer probieren zu organisieren. Überlebende bringen es immer fertig, dass sie in den schlimmsten Situationen organisieren sie sich. Sei es in einer Kriegsgefangenschaft, sei es wenn man irgendwo gestrandet ist. Man organisiert sich. Man schaut, wie viel zu essen habe ich. Man plant, wie viel kann ich wann essen. Man tut sich einen gewissen Tagesrhythmus herzubringen. Zum Beispiel, dann mache ich Liegestütze, dann probiere ich meine Körperpflege zu machen und so weiter und so fort. Also einen Tagesrhythmus, sich organisieren mit dem Zeug, das man hat. Das Ganze pflegen und sich nicht gehen. Also sich organisieren ist eigentlich auch nichts anderes als sich nicht gehen. Entscheiden und Ziel setzen. Das ist ein vierter Punkt. Lawrence Gonzalez beschreibt hier, wie die Leute in diesen schier unüberwindbaren Situationen sich immer wieder kleine Ziele gesetzt haben. Das heisst, ein Problem, und das kennen wir ja, ein Problem erscheint manchmal enorm gross. Aber wenn das Problem von runterbrechen in kleine Teilprobleme, dann plötzlich
bekommt man den Eindruck, dass man es eben kann bewältigen kann. Und genau das machen Überlebende. Sie das als grosses Problem, in Teilproblem abbrechen und dann sich noch ein Ziel setzen, von ganz kleine Ziel vom Erreichen von diesen Teilproblemen. Zum Beispiel, einer, der Bergsteiger, der abgestürzt ist, mit gebrochenen Beinen, der weiter müssen, noch mit gebrochenen Beinen weiter bewegen konnte, hat sich auf ein Ziel setzen, wie Stein, der 10, 20, 30 Meter weiter vor mir ist, bis zu dem Gang her. Das muss ich schaffen, in den nächsten 20 Minuten. Und das war sein Ziel. Und wenn er dort hergekommen ist, hat er sich ein neues Ziel gesetzt und so weiter. Also kleine Ziele setzen, sich zuerst entscheiden, was für ein Ziel, und nicht das Ziel mit dem auch probieren zu folgen und zu erreichen. Und wenn ich das Ziel erreicht habe, das ist jetzt der fünfte Punkt, dann darf ich mich auch feiern. Dann darf ich auch Freude haben an diesen Erfolgen. Freude motiviert. Wenn ich Freude habe, wenn ich das als einen Sieg zelebriere, wenn ich ein Zwischenziel erreicht habe, dann motiviert das mich, um ein nächstes Ziel zu erreichen. Also nicht frustriert sein in diesen Situationen, sondern Erfolge auch feiern, Freude haben an dem, was ich erreicht habe. Dankbarkeit, sechster Punkt. Dankbarkeit, das ist noch ganz spannend, oder? Es gibt Leute in einer Extremsituation, die stellen sich die Frage, warum gerade ich? Warum bin ich in dieser Situation? Warum bin ich abgestürzt mit dem Flugzeug? Und andere gibt es, die sagen, ich bin dankbar, habe ich den Flugzeugabsturz überlebt. Ich bin dankbar, habe ich nur ein Bein gebrochen und nicht beide Beine. Und die Dankbarkeit, das zeichnet die meisten Überlebenden aus. Seid euch nicht mit dem Schicksal hadern, sondern seid dankbar, für dass es nicht noch schlimmer ist in dieser Situation. Und ganz spannend ist, dass wenn es mehrere Überlebende hat, in extremen Situationen, dass es vor allem die sind, die bis zum Schluss überleben, die anderen helfen. Also sie sagen, mir geht es, ich habe nur ein Bein gebrochen, dem anderen geht es schlechter als ich helfe dem. Also zum Helfer werden, dankbar sein und zum Helfer werden. Seine Kraft einsetzen für andere. Und das hilft auch beim Überleben. Und das ist eine ganz spannende Sache, finde ich, eben dankbar sein, dass es könnte einem noch schlechter gehen, und weil es einem noch schlechter gehen könnte, kann ich eigentlich gerade auch noch anderen helfen. Und anderen helfen, das kann auch sein, zum Beispiel, wenn man sich sagt, ganz viele Leute, die überlebt haben, die haben gesagt, ich darf nicht sterben, weil ich hatte zum Beispiel ein Kind daheim, ein Kind daheim, eine Frau daheim, und ich habe die nicht im Stich lassen. Ich bin stark genug, dass ich es überlebe, weil ich will die nicht im Stich lassen. Siebter Punkt, auch finde ich interessant, ist spielerisch bleiben. Spielen. Spielen, singen, philosophieren. Sein Geist in dem Sinn zu unterhalten. Sich nicht in die Monotonie hineingeben, nicht sich von eben nur fragen und sagen, ich komme da nie mehr raus, sondern spielerisch bleiben. Es gibt ein schönes Beispiel aus von einem Gefangenen im Konzentrationslager Buchenwald, wo sich zum Beispiel eine kleine Schnecke gehalten hat. Als Haustier sozusagen. Er hat mit dem Schneck gespielt. Leute, die singen, Leute, die philosophieren, überleben viel eher als andere, die sich nur noch mit dem Schicksal haben. Der González schreibt eigentlich auch, es zeigt sich, als Überlebender muss man Philosoph sein. Dass man in diesen Situationen sich eben auch probiert zu überlegen, wie komme ich raus, warum bin ich da, gibt es ein grosses Ziel, etc. Spielen, singen, philosophieren. Der achte Punkt ist, dass man in jeder Situation auch das Schöne sieht. Und das ist auch eindrücklich, wenn er die Beispiele in seinem Buch Deep Survival von Leuten, die auf dem Schiffbrüchig sind, auf dem Meer treiben, fast am Verdursten sind und sich nachher daran freuen und schreiben in ihren Tagebüchern oder nachher erzählen, es war unglaublich, als ich auf dem offenen Meer treiben bin, und den Himmel gesehen habe, die Sterne, und ich musste sagen, das ist unglaublich, die Schönheit, was ich hier erleben darf. Oder Leute, die erzählen, wie schön das war, als ich plötzlich einen Schwarm, so Delfine oder irgendetwas gesehen habe, vorbeischwimmen und gesagt, das ist etwas, das andere nie erleben. Also, sie sehen das Schöne in diesen unglaublich gefährlichen Situationen,
was ich vielleicht nicht raus, wo man nicht genau weiß, kommt man raus oder nicht. Und trotzdem sehen die Leute das Positive und das Schöne. Natürlich, das ist klar, der nächste Punkt ist, man muss an Erfolg glauben. Wer nicht an Erfolg glaubt, der muss es gar nicht probieren. Das ist schon in allen anderen Sachen im Leben so. Wenn ich etwas angehe, wenn ich ein Ziel verfolge, ich muss auch daran glauben, dass ich das Ziel auch erreichen kann. Sonst muss ich gar nicht anfangen, mit dem Probieren das Ziel zu erreichen. Wenn ich daran glaube, dann bin ich von Anfang an, ist mein Erfolg ist garantiert, dass ich keinen Erfolg habe. Ich muss, und das ist die zweite Regel, die Situation akzeptieren, wie sie ist. Ich muss nicht probieren, irgendwie, die Situation ist einfach da und ich kann die Situation nicht, ich kann nicht alles verändern. Was ich aber verändern kann, was ich machen kann, ist mich selber. Und ich muss mich immer fragen, was steht, was ist in meiner Macht. Aber ich kann mich nicht darüber ärgern, wenn es permanent regnet, oder wenn es einen Sturm gibt oder wahnsinnig heiß ist. Das kann ich nicht ändern. Was ich aber ändern kann, ist meine Einstellung zur Sache. Ich muss die Situation akzeptieren, ich muss das akzeptieren, was ich nicht verändern kann. Und nicht Energie verschwenden damit, mich aufzuregen über Sachen, die nicht in meiner Macht liegen. Also die Leute haben ihre Situation akzeptiert. Sie haben akzeptiert, dass sie ein Bein gebrochen haben. Sie haben sogar ihre Schmerzen akzeptiert. Es ist eine Geschichte von einer Frau, die abgestürzt ist mit dem Flugzeug in der Wüste, die ebenfalls ihre Arme und Bein gebrochen hat. Sie hat unheimlich Schmerzen gehabt. Und irgendwann hat sie gesagt, ja, jetzt kann ich mich aufregen an meinen Schmerzen und ich kann diese Schmerzen mich leiten, mich beeinflussen. Oder ich kann sagen, ich kann momentan nichts gegen diese Schmerzen tun. Also akzeptiere ich sie. Und genau diesen Schritt zu machen, dass ich das akzeptiere, die Situation akzeptiere, das akzeptiere, was ich nichts dagegen kann, das ist ganz wichtig. Das ist die 11. Regel, die sie sagt, das machen, was es braucht. Das heisst, ich muss mir meine Stärken bewusst sein. Ich muss nicht einfach Sachen probieren, die unmöglich sind, sondern ich muss das machen, was nötig ist. Zum Beispiel, wenn es gibt viele Leute, die springen bei einem Hausbrand, springen sie zum Haus raus, zum Fenster raus, gehen auf das Dach auf und kommen runter. Ob schon jedem klar ist, dass man das nicht überleben kann. Also Überlebende machen nicht Sachen, die unmöglich sind, sondern sie überlegen, was kann ich, und sie reizen ihre Fähigkeiten aus, bis zum Maximum. Aber sie machen nicht unüberlegte Sachen, sondern sie machen genau das, was es braucht. Aber sie machen nicht Sachen, die unmöglich sind. Aber dazu muss ich wiederum selbst mir reflektieren, mir bewusst werden und überlegen, was sind meine Stärken, was ist in meiner Möglichkeit, was kann ich machen. Und dann muss ich genau das auch tun. Und der letzte Punkt, geht ein bisschen das Gleiche rein wie, als sie Erfolg glauben, ist nie aufgeben. Nie aufgeben. Und das ist, glaube ich, selbsterklärend. Die Leute, die Situationen, Extremsituationen, 50 Tage schiffbrüchig und so weiter und so fort, überlebt haben, das sind die nicht aufgegeben haben. Und die anderen, die gestorben sind, die haben irgendwann aufgegeben. Das sieht man ganz schön in den Geschichten, wo mehrere Leute zusammen in Extremsituationen waren, wo gewisse Leute einfach plötzlich gesagt haben, that's it, ich gebe auf. Und andere sind immer weiter gegangen, haben immer daran geglaubt, noch einen Schritt weiter, ein Ziel weiter verfolgt, einen Schritt mehr vorwärts. Und das sind die schlussendlich überlebt haben. Also das sind die 12 Regeln, die er zusammenfasst, aus den Erfahrungen, aus den Analysen, die er gemacht hat, von Überlebenden. Also noch einiges empfehle ich, für die, die es interessiert, ein ganz spannendes Buch, gibt es nur in Englisch, Deep Survival von Lawrence Gonzalez. Spannende Geschichten über Überlebende, Analysen über die Psyche von Überlebenden, warum überleben gewisse Leute extreme Situationen und warum nicht. Und ich bin überzeugt, viel von dem können wir in Alltagssituationen mehr oder weniger 1-2 übernehmen. Und es hilft uns, eben Erfolg zu haben. Nicht nur in Extremsituationen, sondern auch in anderen. In diesem Sinne, that's it. Merci vielmals.